Willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Und wir sind hier wieder bei unserem Let's Play Europa Universalis 4. Wir sind gerade dabei, kurz davor Ungarn den Krieg zu erklären. Die sind zurzeit ziemlich da nieder. Hm. Oh, Neighbors? Nein. Hungary, schauen wir mal. Österreich, Friesland, Hedges, Hungary. Die haben gerade mal 6000 Truppen und 7000 Manpower gegen unsere 60.000 Manpower und 35.000 Truppen. 36 sind es sogar. Der geht nach Warscht. Okay, erklären wir in den Krieg, was soll's. Dänemark und Genua. Eh klar. Widerliche Dänen. So, aber Polen werden wir dieses Mal mitnehmen. Restoration of Union passt. Confirm. Wir lassen die Polen vor allem den Krieg führen. Wir kümmern uns nur darum, möglichst schnell in Pest zu sein. Es könnte ein kurzer und schmerzloser Krieg werden. Mir ist sogar relativ egal, was Genua und Dänemark machen. Schauen wir mal. Vielleicht können wir Frieden schließen, ohne dass wir überhaupt irgendwas mit denen Krieg führen müssen. Und achso, die sind gerade im Fliehen. Passt. Wir kümmern uns mal darum, dass die wahnsinnigen kroatischen Separatisten sich nicht befreien können von Ungarn. Da sind polnische Truppen, finde ich gut. Ja, es sind nur noch 129. Dies kostet. Ah, sehr gut. Die kümmern sich da schon drum. So, gut, der geht nach. Ah, das geht gar nicht. Wieso das? Ach so, wenn wir da ein Vor haben, oder? Ist das ein Vor? Yes, ist ein Vor.
gelagert da, oder? Kann das sein? So, du gehst dahin, dass die keinen Blödsinn machen da drüben. Nö, obwohl, sollte man vielleicht machen. So, und du machst noch einmal Outraged Countries. Was auch immer getan werden muss, muss getan werden. So, wie ist das eigentlich damit? Wann kriegen wir das? Wir haben 635 und wir brauchen 800. Oh, das ist eh schneller gegangen, als ich dachte. Okay. Ja, das ist mir eigentlich egal, was die wahnsinnigen Ungarn da machen. Was sind das da? Heretics. Ist das die... Machen da irgendwelche fremden Religionen rein? Hey, Walls Breach, das finde ich gut. Du gehst darüber. Hey, und Flandern hat noch einen Typen gekriegt. Florenz hat sich der Allianz angeschlossen. Ja, kann man nicht machen. Warte mal. So, die gehen wieder zurück. Da kümmern wir uns um die Rebellion. Wer sind das da für Typen? Litauen kämpft auch an unserer Seite. Ah, finde ich gut. So, Dalmatien. Ja, ja, akzeptieren wir. Möglicherweise fliegen wir dann eh raus. Als Herrscher des Heiligen Römischen Reichs, wenn wir da fertig sind.
So, wir kümmern uns da um diese Revolte. Oh, das finde ich nett. Die Litauer kümmern sich um unsere Revolten hier. Wir haben uns um die ungarischen Revolten gekümmert. Die Litauer kümmern sich um unsere Revolten. Finde ich auch nicht schlecht. So, wir brauchen da gar nicht. Ach, das ist ja urlustig. Der Ungar mit seinen Schipanakeln blockiert mir den Hafen, weil da die Rebellen drinnen sind. Finde ich nett von ihnen. So, ich brauche mehr trinken. Ich muss nur aufpassen, nicht dass ich mir meinen Krug umwerfe und dann alles zerstöre. Wo ist Schepesch? Da ist Schepesch. Nachdem wir hier ja eh nichts nehmen, sondern ausschließlich uns die Dings nehmen wollen, quasi das die Kontrolle über das Land kriegen wollen, ist es mir auch ziemlich wurscht, was sonst noch passiert. Hauptsache, also wir nehmen uns nichts vom Land, das heißt unsere unsere Rove Extension sollte nicht größer werden. 130, 107 haben wir derzeit. Na gut, ich glaube, das könnten wir tatsächlich. Was? Irgendjemand blockiert bei mir? Echt jetzt? Reichshofrat. Create this new council. Der Reichshofrat was instituted by Maximilian I in 1497 and consisted of 21 advisors appointed by the Emperor, with the exception of the Vice Chancellor, who was appointed by the Elector of Mainz. Done to rival the Imperial Chamber Court, which the Imperial Diet had forced upon him earlier. Six of the councillors were Protestants, and an unanimous vote by them was effectively a veto. Let nobility run the mundane things. Bis zum Ende des Spiels habe ich minus 5% Idea Cost. Was ist eine Idea Cost? Das sind diese Dinger da drin. Boah, das ist gar nicht schlecht. Aber minus 1 Stabilität in der jetzigen Situation ist schlecht. Andererseits, es ist die historische Sache, also nehmen wir sie doch glatt. Hey! We have received word that Castile have entered a golden era. This will give them the following bonuses for 50 years. Plus 10% morale of armies, plus 10% morale of navies. All power costs, minus 10%. Goods produced, plus 10%. Maximum absolutism, plus 5. It's okay. Bad news indeed. Stability dropped. Das ist aber tatsächlich, glaube ich, nicht schlecht, dass wir das machen. So, 130, 114 haben wir. Wir brauchen nur Pest, kommt schon. Lasst es fallen. Echt jetzt? Wir sind erst bei 0%. Ah, Defenders Control Pest. Deshalb. Musik ist weg, wie kommt das? Ha!
Pest ist unseres. Und wir sind auf 7%. Aber sie sind erst auf Medium. Mist. Ist ja doch nicht so einfach, wie ich dachte. Vielleicht müssen wir doch Genua und die anderen rauswerfen. Aber Genua wird gerade belagert. Das heißt... Das passt schon. Point New Diplomat. Warte mal. Diplomatie-Punkte oder ja, du darfst durch. Ich glaube, wir sind jetzt mal fröhlich und freundlich zu jedem von den Typen im Heiligen Römischen Reich. Oh, noch ein Zweier vor. Darunter. Haben wir da schon irgendwie einen Weiterkommen gehabt? Ist okay. Sundgau dürft ihr erobern. Mann, das war recht. Das macht jeder Dings, das macht jeder Pole. So, jetzt haben wir plus 0,8 für das War Goal. Ausgezeichnet. Na, das wird schon. Nicht, wir haben da die Polen, die das machen für uns. Wäre irgendwie schön, wenn das da fallen würde zum Beispiel. So, wer steht denn da noch? Allein Pole. Könntest du keinen besseren Anführer haben, du Polentyp? Mal abgesehen davon. So, warte mal, die Hälfte und die weg. Wie geht's darüber? Ist ja wahnsinnig. Da sind wir ja viel zu viele Leute. Da sind viel zu viele Leute sonst. Das muss reichen. Ist unter Belagerung. Vielleicht sollten wir mal einen Teil meiner Truppen darunter schicken und die Polen unterstützen beim Erobern von Genua.
Boah, wir sind so mies im Belagern, das ist unfassbar. So, hier geht's daher, einfach deshalb, falls die weggehen, dass wir den Belagerungsvorteil behalten. Ach, warte mal, führt Serbien auch Krieg gegen Ungarn? Tatsache. Das sind Opportunisten, bist du irre? Also wird euch nicht wirklich viel bringen. Vielleicht sollten wir noch 1000 Mann oder so darüber bringen. Zu der Belagerung, sicherheitshalber. Ausgezeichnet, Freunde, ausgezeichnet. Hey, ein 14er. Das ist ja cool. Interessanterweise wird das hier nicht mehr angezeigt, wie viel der War Breach bringt. 21%, minus 14%, alles ist gut. Stop! Ah, verdammt. Den Haag hätte ich nicht gerne, will ich nicht verlieren. Verdammte Dänen. Verdammte Dänen. Wie ist das bei euch? Low Enthusiasm. Würdet ihr nicht Austrian Vessel? Wie heißt das? Union with Hungary. Wenn sie nicht eingehen noch. Wie viel sind wir daneben? Minus 1000. Oh, wir haben keine 10 War Goal. Echt jetzt? Ah, verdammt. Nö. Die sind noch nicht so unglücklich mit diesem Krieg. Ja, geh nur, hau mal als erstes raus dann. Byzantine Refugees, das klingt interessant. My lord, Byzantium has fallen to the Saracens. The last bastion of the Roman Empire, the city of Constantine, is now in Turkish hands as Christendom reels from the shock. Byzantine refugees flock to the cities and courts of Europe, bringing them old manuscripts of classical knowledge tracts by Aristotle, Plato and Galen. Galen. And a thorough knowledge of both Latin and Greek. Inviting these refugees to Austria might provide an enormous boost to our efforts in the fields of culture and science. By all means, let them come. Was? Wenn sie herkommen, verlieren wir 50 Diplomatie und 30 Administrationspunkte, aber wir kriegen Prestige. No, we don't need them. Und Technologiekosten sinken um 10% bis 1512, also 30 Jahre. Ja klar, nur zu. Her mit den byzantinischen Refugees. Es sollte weit mehr als das bringen, was wir verloren haben.
Hey, wir sind schon auf 7% hier. Hurra! Vielleicht werden wir doch irgendwann mal fertig mit den Dingern. So, wie schaut das bei euch aus? Naja, das wird, glaube ich, nie wieder irgendwo irgendwas. Ah nein, warte mal. Da wollen wir Relations improven. Immerhin sind die der Anführer vom Papst derzeit. Warte mal, das ist da oben, gell? Wow, ein Fort nach dem anderen erobern die verdammten Genuesen. Occupied by Hungary, das ist mal was sehr recht. Oder eigentlich nicht. Ist Luca auf unserer Seite? Wahrscheinlich hier nicht, oder? Naja, okay. Gehen wir mit denen da rein und unterstützen diese 10.000 Mann, dass selbst wenn die weggehen. Ausgezeichnet, diese 11.000 Mann. Würden mal darüber gehen. Was sind das für Typen? 1.000 Genuesen. Die gehen einmal daher. Da bleiben 1.000 Mann zurück. Sicherheitshalber. Der Rest geht auch nach Luxemburg. Da oben sind nicht allzu viele. Sind jetzt nicht allzu viele Typen. Die werden wir ja wohl irgendwie klein kriegen. Nein, bleibt aber noch dort. Battle of Novara. Was? Verdammt. Hey, ihr Feiglinge. Ah, shit, kommen wir da noch weg oder zerstören uns die Tiere auch noch? Ah, ich weh. So ein Dreck. Feiglinge, wir hätten mit den 4.000 Mann dort bleiben sollen. Naja, das kommt davon, wenn man zu viele Sachen gleichzeitig macht. Ja, und da haben wir noch einmal 1.000 Mann verloren. Ich hasse euch. So, na gut. Viertausend Mann kommt nach.
Frankreich und Luca führen hier irgendwie eine Art Krieg. Ja. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Okay. Safely arrived in Brno. Okay. Ausgezeichnet. Hier geht es wieder daher. Hier geht es weiter in diese Richtung. Ist okay. Ist auch okay. Das ist auch okay. Der geht auch daher. So, Dalmatien wäre noch schön, wenn jetzt fallen würde. Dänemark. 15.000 elende Dänen. Aber vielleicht könnten wir die ja dann angreifen hier. Greifen die da zufällig Rom an, die Wahnsinnigen? Gibt's ja wohl nicht. So, wo sind denn meine Truppen da? Einer der großen Vorteile, wenn man das sind lauter ungarische Besitztümer jetzt, oder? Ungarn, 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 Ungarn. So, das heißt, wir könnten mit euch eigentlich darauf gehen und anfangen, Dänemark zu belagern. Oder Genua. Genua oder Dänemark? Hm. Schwierig zum sagen, was klüger ist. Machen wir Dänemark und mit den Truppen sollte Dalmatien doch irgendwann nochmal fallen jetzt in nächster Zeit. A new wonder. Oh! Bist du irre? Das ist ja urcool. Das Ereignis ist ja richtig gut gewesen. Der verfolgt den Dings, der verfolgt den Papst da, der Wahnsinnige.
Ja. Ha, okay, sehr gut. Ausgezeichnet. Diese Leute hier. Diese Leute hier werden sich um diese 15.000 Deinen kümmern. 1, 3, 1, 1. Und diese 15.000 werden sich ums dänische Land kümmern. Und vielleicht bringen wir Dänemark dann dazu, dass sie. Ja, dass sie uns in Frieden lassen. Gehen wir mal nach Treviso. Gut, an dieser Stelle, Herrschaften, machen wir wieder Schluss für heute. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag, Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.